Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims Mittelalter. Ich bin Juli von Jusha und ich habe als Gastredner Charlie dabei. Hey! Das erkläre ich gerade mal. Und zwar ist es nämlich folgenderweise, dass die Folge 5 und die Folge 6 beide ohne Sprache sind, weil mein Mikro nicht richtig angeschlossen war. Das heißt, wir synchronen das jetzt ein bisschen nach und weil ich nicht mehr genau sagen kann, was ich da eigentlich gemacht habe, also da habe ich dieses Questbuch gesucht und bin dann bei den Errungenschaften gelandet, habe ich Charlie dabei, damit sie sich ein bisschen mit einfügen kann, damit das jetzt nicht ganz so langweilig ist. Ich versuch's, aber viel kann ich dazu nicht sagen. Nee, ja, du hast die anderen Folgen noch geguckt. Ja, die ersten zwei, aber... Sind schon vier. Nee, die ersten drei habe ich geguckt. Aber der ersten hast du ja nur deinen Charakter erstellt und... Ja, aber ich weiß das ja selber nicht, wie es genau geht. Ja, also da gucken wir so ein bisschen das Errungenschaftenbuch an. Dann habe ich das Questbuch gefunden. Voll fett. Ja. Größter Button ever. Dann hatte ich vorgelesen, was da steht. Also erstmal habe ich mir dann die Dings angeguckt. Ja, lest doch vor. Und da, ja. Also passt auf. Jeder braucht zwischendurch mal Ferien, sogar das Oberhaupt eines Königreiches. Die Herrschaft über das Volk war ein bisschen ermüdend und die Zeit war reif für einen Ausflug an einen Ort zu unternehmen, was der eine Ablenkung von der täglichen Plankerei bot, die das Dasein des mächtigen Sims im Königreich mit sich brachte. So, eine kleine Auszeit heißt die Quest. Gruppenanforderung ist Monarch, ist ja klar. Also wir haben ein bisschen Kultur, aber dafür Sicherheit runtergekriegt. Das macht aber nichts. Werdet ihr aber noch sehen, warum. In einer zukünftigen Folge. So, ich brauche Ferien. Gräfin Juli ist dabei und los geht's. Ja, dann zieh durch. Allein, was sagst du zu dem Namen? Gräfin Juli? Nee, vom Königreich. Ja. Das war alles ein bisschen viel. Die Bauern, die um absurd teure Wahljagden baten, die fremdländischen Diplomaten, die mehr Geld für ihre Haustierprojekte wollten, das Geheul der Chinchillas, das Nacht für Nacht aus dem Wald herüberhallte. Es war an der Zeit für königliche Ferien, und zwar schnell. Nur wohin sollte es gehen? Gräfin Juli beschloss, ihren Berater zu fragen, die Quelle so vieler nützlicher Antworten. Genau, das ist der Name des Ortes. Wie hieß er nochmal? Das Königreich? Das hast du dir nicht gemerkt? Nein. Alter, das Königreich heißt Jusha über alles. Krass. Konnte ich mir das nicht merken. Ja, echt mal. So, da haben wir unsere Beraterin gefunden, sind hingelaufen, haben sie erstmal gefragt, ja, wo sollen wir denn hingehen? Es ist ein bisschen irritierend, dass man... Nun, Hoheit, es gibt zwei Orte, die ich dir empfehlen würde. Der erste ist eine kleine Stadt namens Lufenting, inmitten einer hübschen Hügellandschaft. Und der zweite, die beliebte Stadt Smortel. Einige Dorfbewohner könnten mehr über diese Orte wissen. Du solltest dich also um das Volk wischen, um dir anzuhören, was sie zu sagen haben. Ja, da unten steht erstmal mit seinen Karten. Ja, und ein Würfel. Was hat Karten denn mit Würfeln zu tun? Ja, keine Ahnung. Ich weiß einfach, was das für ein Spiel ist. So, da habe ich... Stopp. Da habe ich den Weg zum Dingens gesucht. Zum Dorf. Sieht jetzt auch ganz anders aus. Ja. Ich finde immer krass, wie dick du da unten drauf aussiehst. Kann ich nichts für. Der Weg zum Dorf. Ja, ja. Bäume. Ach ja, und Bäume. Läuft irgendwer gerade ein bisschen lang. Komm zurück. Ich brauche dich. Und bist voll gut dabei. Da habe ich irgendwas versucht zu zentrieren. Da kam ich mit der... Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten am Anfang mit der Kamera. Ist so schlimm. Und dann hing ich da, wie komme ich da jetzt hin? Und bist voll gut dabei. Ja. Aha. Da habe ich nochmal ein bisschen umgeguckt. Da ist der Dorfplatz, da hinten ist der Hafen. Da ist einfach nichts und da unten laufen wir. Das habe ich gerade gesehen. Ja, echt? Ja, da konnte ich ganz kurz. Ach, da. Genau. Oh, schocktoll. Sieht voll cool aus. Eigentlich ja, ne? Ja. Da ist der Stadtplatz. Da ist die Höhle mit dem Löwen. Hä, was? Die Höhle mit dem Löwen, ich glaube. Die Höhle mit dem Löwen. So. Ich habe später nachher auch angefangen, ganz viele Sachen zu beschleunigen, weil mir das dann einfach zu lange gedauert hat. Jetzt sowieso. Sims ist sowieso nicht meins. Ich hasse das. Also selber zu spielen. Zieh durch. Er sagt, wie sie durchzieht. Zieh, lauf, Forrest, lauf. Ach, da hatte ich auch irgendwas, aber ich weiß nicht mehr, was ich da erzählt habe. Und dann machst du halt. Da habe ich bemerkt, wir haben Hunger. Hab gesagt, scheiß drauf, wir laufen trotzdem jetzt hin.
Ah, das habe cool. ich nicht gesagt, aber so quasi. Jetzt hat sie es gesagt. Jetzt habe ich es gesagt. Kommt's an. Irgendjemand muss ja etwas über Lufthansa wissen. Ich muss mehr Informationen. Das hast du dann wahrscheinlich nicht durchgelesen oder vorgelesen. Wahrscheinlich noch nicht. Rate ich mal. So schnell kannst du gar nicht lesen. Ach, da habe ich Essen gekauft. Genau, weil wir Hunger hatten. Habe ich dann angefangen, Essen zu kaufen. Mhm. Zweimal Hühnchen, frischen Käse, Apfel. Wie du auch den Frosch nicht kaufst. Hatten wir schon Weizen? Nee, habe ich mal drauf verzichtet. Habe ich ein bisschen Forelle gekauft, glaube ich. Genau. Ja, ja. Keilerfleisch. Ich habe dann gesagt, ach, wir haben ja noch ein bisschen Geld. Spielt er dann nicht mehr. Zwiebeln. Hab ich ein bisschen übertrieben. Eier mitgenommen. Nee, eigentlich nicht. Da kannst du gute Sachen mitmachen. Hm. Wild. Im Nachhinein hätte ich ein paar Trauben mehr mitnehmen sollen. Habe ich gar nicht mitgenommen. Kaninchen. Ja, und dann haben wir ein bisschen Essen gekauft. Genau. Dann wollte ich wieder zum Schloss und bin natürlich aufs falsche Feld gegangen. Wie das dann immer so ist. Oh, und da haben wir dann eine Anfrage bekommen. Da ging es um... Nicht davor hast du bestimmt auch. Ja, cool. Aufgrund der überfüllten Straßennamen griff in Juni eine Abkürzung durch ein Problemviertel. Die engen, unebenen Straßen wurden immer düsterer und unheimlicher. Plötzlich sah sich Juli vor einer Gruppe verhüllter Gestalten umzingelt. Deine Simoleons oder dein Blut, zischten sie im Chor. Es war wirklich traurig. Diese Raufbeute brauchten einfach nur ein bisschen einen weisen Rat. Sie waren lediglich ein Produkt ihrer armseligen Umwelt und eines mangelhaften Bildungssystems. Gräfin Juli würde sie bestimmt zur Vernunft bringen können. Mit dieser Bande kräuterabhängiger Gossenschurken war ganz eindeutig nicht zu reden. Sie würden aus purer Langeweile verletzen. Ihnen war nicht zu helfen. Die einzige Option hieß Flucht. Das ist recht kräuterabhängig. So nennt man das also. Hätte ich es nur früh gewusst. Ja, da sind aber tatsächlich Kräuter. Ich ja, finde das total geil, wie dieses Spiel sich selbst auf die Schippe nimmt. Ja. So, und ich habe denen gesagt, belehren, aber ich glaube eher nicht. Und dann haben wir uns fürs Weglaufen entschieden. Letzten Endes war das auch die richtige Entscheidung. Also Gräfin Juli grinste die gefährliche Bande an. Dunkle Gestalt mit dunklen Kapuzen, was? Nicht sehr einfallsreich. Dann wandte sie sich ab und rannte um ihr Leben. Die zusätzlichen 2 Sekunden, die Bande benötigte, um den Witz zu verarbeiten, nutzte Juli, um davon zu kommen. Irgendwie so. Also ich hätte sie wahrscheinlich belehrt, einfach nur aus Trotz. Ja, wäre nicht so. Ich weiß nicht, wie das ausgegangen wäre. Ich wäre wahrscheinlich gestorben. Jetzt bin ich beim Marktplatz. Ich weiß zwar nicht, warum ich da jetzt hingelaufen bin, aber wahrscheinlich, um die Aufgabe zu erfüllen. Ich meine, wir haben zwar Hunger, aber... Ignorier. Ist ja nicht so wichtig. Den kann ich nicht fragen. Weil es ein Kind ist. Darf nicht mit Kindern reden. Nee, ich darf die Kinder nicht über erwachsenen Sachen fragen. Ach so. Ah. Na, kennst du schon die Geschichte mit dem Bienchen und Blümchen? Erzähl doch mal, Junge. Erzähl doch mal, Junge. Erklär's mir. Ja, ich drehe. Turn around. Guck mal, da hinten fliegen ein paar Vögel. Jetzt sieht man sie nicht mehr. Ah, jetzt läuft sie wieder zurück. Hast ja nichts zu tun. Jetzt sieht man es nicht mehr. Ja, ich muss doch was zu essen machen. Sonst verhungern wir doch. Oh, ich hab die täglichen, das ist schade. Ja, ich habe die täglichen Aufgaben auch noch nicht gemacht. Bist ja gut dabei. Die habe ich am Anfang total ignoriert und dann dachte ich, ja, du kriegst halt schlechte Stimmung dafür, ne? Ja, klar. Konzentration ist nach. Ach cool, du kannst auch die Leute da drinnen fragen. Ich muss nicht mal rauslaufen. Genau. Wieso schaut sie denn jetzt angeschrien? Egal. Ich musste mir erstmal ein paar Freunde machen dann, um die Leute fragen zu können. Nach Essen? Nee, nicht nach Essen. Du konntest eben voll nach Essen fragen drücken, hast du auch nicht getan. Ach doch. Ja, echt? Ja. Oh. Oder war das nicht nach Essen fragen? Ich glaube, bei ihr konntest du nach Essen fragen drücken. Ach, das ist süß. Vielleicht habe ich auch nicht richtig gelesen, ich meinte. So, jetzt haben wir erstmal angefangen, uns Freunde zu machen, weil wir halt nicht fragen konnten. Freunde! Ja, Freunde, ich habe die Romantik erstmal weggelassen. So, dann habe ich das Ganze geschwollt. Du verhungerst voll. Ja, naja, Essen wird überbewertet. Nein, das habe ich mir auch so gedacht. Ich dachte so, ein bisschen hält die noch aus, bestimmt. Fand's im Spiel immer langweilig.
Ich lass mich um andere Leute zu kümmern. Naja, aber in dem Fall bist das ja du selbst. Das ist noch schlimmer. Und du hast halt nur, im Mittelalter hast du nur zwei Leisten. Genau, da hast du halt nur Hunger oder Energie. Also ich spiele sogar relativ gerne Sims eigentlich. Ich hasse das. Juli hat folgendes Merken, weil er nach Hause gebracht habe ich jetzt nicht lesen können. Wir hatten immer diesen Shit, wie du überhaupt keine Dinger hast, weißt du? Das ist so uncool. Das war der einzige Shit in meinem Leben, den ich immer benutzt habe. Das ist der Geld-Shit. Nein, ich meinte, dass du keinen Hunger kriegst und den Scheiß. Dass deine Bedürfnisse erfordert. Ja, aber dann musst du doch nicht mehr spielen. Ja, guck. So, perfekt. Das ist doch voll dann. Ich mach das Spiel von Anfang an nicht, deswegen. Kann ich gar nicht verstehen. Also ich habe mit Sims 2 nachher angefangen und ich habe das von Anfang an voll geliebt. Ich fand das total toll. Und dann habe ich nachher Sims 3 mitgemacht. Und jetzt mache ich Sims 4 mit. Ich war beschäftigt mit Zelda und Final Fantasy und Kingdom Hearts. Mittelalter nehme ich auch mit. Naja, auf meinem alten PC ging nur Sims 2 damals. Ja. Ach ja, ich war in Lufthansa. Das war ein Ausflug. Die Leute dort sind recht freundlich, aber die Biere und Weine, oh, die Biere und Weine, das waren ganz einfach die besten Getränke, die ich je zu mir genommen habe. Ja, Bier halt, ne? Ganz einfach erklärt. Wein zwar nicht so, aber Bier halt. Ja, aber wir sind eine Königin. Dann muss Wein trinken, einfach nur aus Trotz. Genau. Hab ich mir tat mir leid. Jetzt machen wir uns dann auch mal was zu essen. Doch so früh. Ja. Wir haben sogar ein bisschen mehr Auswahl, aber wir haben halt nicht genügend Zutaten gehabt. Und dann habe ich gesagt, hey, Wildschweinsuppe. Klingt lecker. Hätte ich jetzt auch Lust zu, machst du mir Wildschweinsuppe. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Drück mal auf unseren Topf drauf, dann kommt das von alleine. Ja, und dann während sie anfingen zu kochen oder zu essen, habe ich dann das Inventar leergeräumt und in den Kühlschrank da gepackt, den ich ja extra gekauft hatte für teuer Geld. Ja, echt? Ja, damit sich das ein bisschen länger hält. Klar, läuft bei dir. Ja. Okay. Habe ich mir auch so gedacht. Oh Mann. Oh Mann. Wie spät ist das eigentlich? Egal, mein Fehler. Das kam jetzt so aus dem. Spät. Spät, ja. Meine Lieblingsantwort spät. So, es ist zwar ein bisschen lästig, musste aber erledigt werden. Dann haben wir sie erstmal Essen geschickt. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade erklärt habe. Aber da Gewürze? Da fing ich dann an. Die Sachen einzuräumen. Doch, interessant, das ist so. Ja, das ist ohne Ton ist das so langweilig. Ja, das ist ein bisschen, das ist sowieso ein bisschen eigenartig, dass das ohne Ton, sich ohne Ton anzugucken. Also. Ja, also wir gucken ja komplett ohne Ton, das ist total seltsam. Also, wenn man währenddessen nicht spielt und überhaupt gar nichts hört, das ist so traurig. Wir machen ja sowieso gerade den Ton nach, also ihr werdet das Problem nicht haben, aber für uns ist das gerade relativ seltsam. Ihr Cheater. Nein, den Stein musst du behalten. Ist das ein Ei? Das ist ein Ei. Die essen keine Steine. Das ist mir aber jetzt sehr... Ja, ich merke das schon. So, suspekt. Danach haben wir sie erstmal schlafen geschickt, aber keine Angst, wir haben sie nicht ausschlafen lassen, sonst säßen wir hier ewig. Ewig. Ja, echt? Selbst im Vorsporn? Ja. Das ist verdammt langweilig, den beim Schlafen zu kriegen. Klammern sind so hässlich, wenn sie schlafen. Das ist halt Mittelalter, ne? Jemanden nach Mortal befragen. Er redet, wie die Leute reinlaufen, obwohl du voll irgendwie voll erschöpft bist. Die laufen einfach rein und machen Licht an. Das sind die Diener. Läuft bei denen. Ich finde das viel, viel stylischer, dass die Lichter auch von alleine angehen. So, dann haben wir uns ein bisschen umgeguckt. Dann haben wir uns einen Bekannten, haben eine Freundin. Das ist traurig. Ja. Gut. Fünfte Folge. Ich habe eine Freundin. Yay! Stimmt sogar. Da verfallen gerade die Aufgaben, das ist mir aber bis dahin nicht aufgefallen. Da unten, das blinkt da schon so schön rot. Jetzt ist mir das immer noch nicht aufgefallen. Ja, jetzt fällt mir das auf. Da habe ich so gesagt, oh, wir haben noch die Aufgaben, die wir erledigen müssen. Und zwei Rehen erstellen, das soll ja nicht zu lange dauern. Dann wecke ich sie mal eben auf und dann gehen wir mal eben runter und erledigen das mal schnell. Weil das wirkt sich sonst negativ aus, ne? Ja, und dann habe ich dann ein Gesetz verfassen und dann noch ein Gesetz verfassen. Das habe ich dann hinterher gemacht, warum auch immer. So, dann haben wir sie runtergejagt. Und wie viel Zeit hast du noch? Und dann setzt die dämliche Beraterin sich im Weg. Das heißt, die beschwert sich was? Das ist nur eine Beraterin. 6 Minuten.
So, jetzt haben wir einmal, jetzt haben wir es erledigt. Hm. Und jetzt sollen wir, habe ich jetzt nicht, ach, wir sollen Hof halten. Los, drauf auf den Monsterstuhl. Big Boss. Ja. So, möchtest du mehr über Bittgesuche erfahren? Ja. Und dann, die Leute sind versessen auf deinen Rat. Sie haben Bitten, Fragen und Sorgen. Wie es mit der Schweinefarm ihrer Familie weitergehen soll. Es ist an der Zeit, Hof zu halten. Leucht. Klicke auf den Thron, wähle Hof halten. Schon bald werden sich die Leute seiner Weisheit wegen mit allen möglichen Problemen an den Monarchen wenden. Bei jedem Bittgesuch gibt es zwei Optionen, von denen manche auch Geld kosten. Deine Entscheidungen verursachen entweder einen Anstieg oder eine Abnahme der Beliebtheit des Monarchen. So. Dann haben wir uns hingesetzt und haben angefangen, Hof zu halten. Ja, fast. Du gehst da voll. Auf den edlen Thron. Traurigerweise ist keiner gekommen. Ja, echt nicht? Nee, um 2 Uhr nachts kann man das nicht unbedingt erwarten. Achso, ja, jetzt wo du sagst. Tja, und so haben wir dann mal unsere ich habe dann noch meinen Ratgeber herbeigerufen. Damit sie da aufsteht? Nee, die hat sich dann auf den Stuhl gesetzt da hinten. Achso, die hat es dann gemacht. Ja, nee. Achso, daneben. Genau, die hat sich dann einfach daneben gesetzt und dann saßen wir da eine Weile. Ja, cool. Und ich gedacht, das wird sowieso nichts mehr. Madison. Läuft bei denen. Hm. Ja. Wir haben gerade voll hohe Konzentration, sehe ich. Und noch 500 Simoleons. Ich habe überlegt, wie kann man die jetzt dahin? Ich dachte, sie setzt sich auch dahin. Dachte ich auch gerade, aber dann war das. Was ist denn der nächste Folge? Dann haben wir abgebrochen, weil sowieso keiner kam um 2 Uhr morgens. Kommst du nicht drauf? Jetzt ja, richtig, wie der Typ nichts zu tun hat, außer zu spielen. Ah, nee, das ist eine Frau. Ups. So, und dann haben wir angefangen, uns mit dem Meisterkonstrukteur anzufreunden. Anzufreunden. Ja, weil wegen Smortal und so. Ah. Hm. Ja, dann haben wir ein bisschen zu Hause. So. Zu Hause willkommen heißen habe ich dann auch gemacht. Freundlich. Lauda. Dann spüren wir bitte vor, Juli. Boah, ich gleich. Okay. Sobald die Reihenfolge voll genug ist, spüre ich das dann auch vor. Ja, da haben wir ein bisschen geguckt und gequatscht und bla. Dann habe ich wieder auf. Habe ich doch nicht auf dem Mai gemacht. Dann habe ich ein paar Aufgaben nachgesetzt. Damit die Freundschaft hochgeht und so. Ja, Freunde braucht man, ne? Verdammt. Guck, und aus diesem Grund mag ich Sims nicht. Nein, Quatsch. Das ist richtig. So, obwohl die Geschäftigkeit in Smortal nicht jedermanns Sache ist, wird einem dort nie langweilig. Sie lieben das Spektakel und veranstalten täglich Turniere und Festessen. Ich hatte eine schöne Zeit und würde jedem einen Besuch in Smortal empfehlen. Also, okay, läufst du als nächstes nach Smortal? Nee, und dann haben wir die Wahl gehabt, ob wir jetzt... nach Lufenting oder halt nach Smortal gehen. Er geht nach Lufenting. Und ich habe mich für Lufenting entschieden, genau. Hm. Ja, und dann sollten wir an Bord gehen. Also aufs Schiff gehen und dahin fahren. So. Mitten in der Nacht. Ja, es ist ja uns egal. Boss halt, ne? So, dann sind wir halt zum Strand gelaufen. Auf das Schiff da dann rauf. Krass aus. Ich will auch so ein Schiff. Ja, ne? Da hinten habe ich mir dann die Inseln angeguckt und habe mir so gedacht, wie komme ich jetzt da rauf? Ich will auf diese Insel. Vielleicht später. Ja, man kann... Ah, ein Vollmond, ja. Dann habe ich gesagt, dass ich das mit dem Mond schön finde und die Vögel, die da rumfliegen. Mhm. Ja, während wir gewartet haben, dass sie da unten ankommt. Danke für die Einladung. Ich muss jetzt gehen, leb wohl, weil wir ihn zu Hause willkommen geheißen haben. Ah... Ja, und dann waren wir da hinten am Laufen, dann dachte ich, zentrieren wir sie mal, Dann hatte ich wieder Spaß mit der Kamera, wie man sieht. Du hast dich bestimmt richtig aufgeregt. Nee, habe ich gar nicht. Innerlich. Innerlich dachte ich so, tja. Dann nicht. Da habe ich so gesagt, Kräutergarten, ja schön, da steht ein Baum,
Ja, was ist denn das überhaupt? Ach, das ist die Klinik, die wir gebaut hatten. Warum? Als wir das Tutorial abgeschlossen haben. Aha, die war das. Ja, genau. Also Folge 4, die du noch nicht gesehen hast. So, da unten Schild. Ich glaube, ich bin mitten in der dritten Folge stecken geblieben. Muss noch weiter gucken. Achso, also hast du nicht mal zu Ende geguckt. Nein, weil dann bin ich eingeschlafen.